Wir stehen hier vorm Universum. Das ist eine weitere Spielstätte hier auf dem Filmfest Braunschweig. Und meine Kollegin Clara, die kommt gerade aus einem Film, der hier lief, nämlich Monte Verita. Deutsch-österreichische-schweizerische Koproduktion. Genau, ja. Worum geht's? Es geht um die junge Hanna, die eigentlich in ziemlich guten Verhältnissen lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern. Anfang des 20. Jahrhunderts, aber ihr Mann ist sehr übergriffig, drängt sie zum Sex, sie ist sehr unglücklich und hat halt ein Lungenleiden. Und deswegen begibt sie sich in die Behandlung in dieser Kommune Monte Verita. Und ja, da hat sie halt ihr geistiges, aber auch ihr sexuelles Erwachen und ja. Genau, aber wie du den im Detail fandest, das schauen wir uns jetzt in der Filmbesprechung an mit tollen Bildern, weil es sieht ja auch wirklich urlaubsmäßig dort aus. Das deutsch-österreichische Drama Monte Verita versetzt uns nach Wien, Anfang des 20. Jahrhunderts. Hanna hält den Atem an, reißt sich zusammen, als die Kamera auf sie gerichtet ist. Aber nicht nur beim Familienporträt bekommt sie kaum Luft. Ein Lungenleiden quält sie, aber noch kein Arzt hat eine Diagnose. Bis auf Otto Groß, der sofort einige Sachen anders zu machen scheint, als viele Ärzte zu dieser Zeit. Hanna will sich aus dem engen Korsett ihres Umfeldes, das sie buchstäblich keine Luft bekommen lässt, befreien und folgt Dr. Groß in die Kommune Monte Verita. Das lockere Miteinander ist zunächst befremdlich für die junge Frau, die doch bis jetzt ein Leben streng nach Etikette geführt hat. Aber langsam entfacht der Wahrheitsberg ein Feuer in Hanna und sie entdeckt nicht nur ihre Leidenschaft für das Fotografieren in sich. Die Kommune Monte Verita hat es wirklich gegeben. Ebenso seine BewohnerInnen, zu denen der bekannte Schriftsteller Hermann Hesse zählte. Wir essen Salat, ja, wir essen Salat und essen Gemüse früh und spät. Auch Früchte gehören zu unserer Diät, was sonst noch wächst, wird alles verschmäht. Nur die Figur der Hanna ist hier fiktiv. Wer die vielen Fotos der Kommune geschossen hat, ist oftmals unbekannt, aber es hätte durchaus eine junge Frau wie Hanna sein können, die auf der Suche nach Heilung sich freikämpfte und emanzipierte. Kraft, Liebe und Freiheit. Na, wir können doch nicht einfach alles zurücklassen, sagt wer. Von diesem Grundgerüst ausgehend hat dieser Film beste Voraussetzungen, eine mitreißende und interessante Geschichte zu erzählen. Das tut er auch, aber vielleicht verliert er sich etwas zu sehr in seiner Hauptfigur und verpasst die Gelegenheit, gestalterisch mehr aus sich rauszuholen. Ich finde, aufgrund der ungewöhnlichen Geschichte hätte man auch in der Machart mutiger sein können. Ich habe der Reise von Hanna zwar gerne zugeschaut, aber Monte Verita schafft nicht den Absprung für etwas Tieferes. Sehenswert und mit Liebe gemacht, aber meiner Meinung nach noch mit Luft nach oben. Ihr entscheidet einfach so über mein Leben? Ich freue mich zu sehr. Wie die Natur uns bewegt, wie sie uns heilt.